brachialer Sound für maximalen Fahrspaß. Seit 28 Jahren folgt der M3 von BMW stets nur einer Maxime. Schneller, schneller und noch schneller. Nun tritt Generation 5 an, mit noch mehr Leistung, aber kleinerem Motor. Downsizing heißt das Schlagwort auch bei den neuen M-Modellen. Was aber nicht weiter stört, denn auffangen konnte man dies unter anderem auch durch technische Neuheiten wie die erstmals aus Carbon gefertigte Gelenkwelle vom Getriebe zur Hinterachse und das aus Carbon gefertigte Dach. Diese und weitere Leichtbautricks senken das Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell um rund 80 Kilogramm. Ich habe drei Modi zur Auswahl: Efficient, Sport und Sport Plus. Im Efficient cruise ich dahin, ich habe absoluten Fahrkomfort und der Benzinverbrauch hält sich auch im Rahmen. Wenn ich aber richtig Fahrspaß haben möchte, schalte ich natürlich auf Sport Plus und da steigt der Verbrauch natürlich exorbitant. Der neue Motor ist ein Reihen-6-Zylinder mit 3 Litern Hubraum und Biturbo-Aufladung. Im Vergleich zum Vorgänger steigt die Leistung um 8 auf nun 317 kW. Das maximale Drehmoment liegt bei 550 Newtonmetern. Der Durchschnittsverbrauch hingegen wurde um mehr als ein Viertel gesenkt auf 8,8 Liter auf 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 204 Gramm pro Kilometer entspricht. Im Sport-Plus-Modus mutiert unser M3 zum absoluten Rennwagen. Die Beschleunigung ist atemberaubend und die Bremsen sind richtig bissig. Das liegt natürlich auch daran, dass wir die optionalen Carbon-Keramikbremsen verbaut haben. Und die haben natürlich auch ihren Preis. 7.300 Euro kosten die Rennbremsen in Deutschland. Die kraftvolle Dynamik der BMW M3 Limousine ist unübersehbar. Die großen Lufteinlässe gewährleisten in jeder Situation eine optimale Kühlung des M-Triebwerks. Der muskulöse Power Dome zeichnet die Form des Turboladeraggregats nach. Im Heck sprechen nicht zuletzt die 4 abgeschrägten Auspuffendrohre mit ihrem unverwechselbaren Sound eine klare Sprache. In der Seitenansicht finden Form und Funktion optimal zusammen. Die geschwungene Dachlinie verbindet die Silhouette einer viertürigen Limousine mit dem Charakter eines Hochleistungssportwagens. Dabei lässt das schwarze Carbondach das Fahrzeug tiefer erscheinen, verringert dazu noch das Gesamtgewicht und sorgt für einen niedrigeren Fahrzeugschwerpunkt. Die Lenkung vom M3 ist präzise und hart. Ich habe nicht das Gefühl, in den Kurven die Kontrolle zu verlieren. Der optionale Schalter allerdings, der die Lenkung noch härter machen soll, von dem spüre ich allerdings nicht ganz so viel. Die M3 Limousine wird aller Voraussicht nach auch Kultstatus erreichen. Tolles Auto, tolle Performance, aber mit einem Grundpreis von über 70.000 Euro, das ist wohl ein bisschen zu viel für meinen Geldbeutel.